Hallo und herzlich willkommen im Haus der Frauen, Bildung, Spiritualität, Auszeit in St. Johann bei Herberstein. Mein Name ist Veronika Schweiger-Mauschitz. Wir haben in den Jahren 2021 und 2022 gemeinsam mit den Omas for Future Steiermark die Klima-Challenge gestaltet. Sie war eines unserer tollen Corona-Babys. 2023 wird es die Klima-Challenge in dieser Form nicht mehr geben. Zum Abschluss dieser Klima-Challenge möchten wir uns aber bei allen herzlich bedanken, die die vielen Challenges mitgetragen haben und vielleicht auch in ihren Alltag integriert haben. Bleiben wir dran, unser Klima ist uns wichtig. Ein besonderes Dankeschön gilt den Omas for Future Steiermark. Mit ihren vielen Ideen und Inspirationen haben sie mitgeholfen, die Klima-Challenge zu der zu machen, die sie ist. Danke für die tolle, inspirierende Zusammenarbeit. Zum Abschluss unseres tollen Projekts Klima-Challenge haben wir das Lebensgartl von Manuela und Christoph Harp in Weiz besucht. Sie betreiben einen Permakulturgarten, in dem es viele verschiedene Gemüse- und Obstsorten gibt und in denen sich Hühner, Schweine und Bienen tummeln. Dort wird wirklich alles verwertet und naturnah gegartelt. Aber seht selbst! Ich freue mich auf ein Wiedersehen im Haus der Frauen. Lebensgartl der Familie Harp wird Permakultur betrieben, wird Selbstversorgung betrieben. Also es macht Sinn, mit Lebensmitteln biozidfrei und frisch und selbst zu versorgen. Durch die Energiekrise ist die Teuerung und dadurch hat das Gemüse noch mehr Wert bekommen. Und es ist ein Kraftwerk, wo Lebensmittel heranwachsen, Heilkräuter, Biomasse und auch Brennholz wächst heran und letztlich auch Lebensfreude. Somit haben wir hier ein Werk, das uns sehr viel Spaß macht. Durchwachsene Silde kommt aus der Ostprärie aus Kanada. Naja, sie ist sehr aushältig im Trockenbereich, sie geht 3 Meter runter. Und auch die Spätfröste machen ihr gar nichts, sie hält die Kälte aus. Wächst 30 Jahre am gleichen Platz, ist eine sehr gute Futterpflanze für die Schweine, Kaninchen und Schildkröten. Und diese Pflanze blüht ab Ende Juni bis September, blüht sie gelb. Und ist ein Sonnenblumengewächs und ist auch für die Bienen sehr ertragreich. Hat viereckige Stiele, hat sie sich angeeignet durch den ständigen Wind in der Prärie. Und bei uns in der Steiermark wird sie halt 3 Meter hoch und für einen Permakulturgarten ideal. Deshalb ideal, weil es viel Biomasse erzeugt und eine Schattenpflanze da ist. Das ist für uns Garten sehr gut. Und dann kann ich schneiden und die kann dann, ja, wie es braucht, wieder als Biomasse weiterverwerten, kompostieren oder als Futterpflanze nehmen für die Schweine. Aus Argentinien
Jetzt haben wir seit 2005 haben wir den da in Österreich. Ideales Wintergemüse. Man kann ihn heraus anbauen im Garten oder in Container. Im Container hat das den Vorteil, das zeige ich dann, dass man reinräumen kann und dann im Winter irgendwann, Jänner, Februar, März, dann ernten. Und dann hat man diesen riesigen sektflaschengroßen Knollen, den man roh essen kann. Man kann es etwas lagern, aber nicht ganz gut lagern, und deshalb haben wir die Container. Und das zeige ich dann, wie es ist im Container zum Ernten ist. Zum Beispiel aus einem Neapel habe ich da eine Sorte, ein Vogelhaus machen. Da kann man eine Vase, wenn sie es machen. Ja, und das ist eine schöne Zierde als Schlangenkürbis geeignet. Im Oktober gesät den Vogelsalat, Speisegrässerdämmen, dann haben wir Red Friel, Grün im Schnee mit Zuna, diese Asiasalate und ein Zazoi, das sind so Rosetten. Ebenso ein Wintersalat, der minus 15, 17 Grad aushält. Und wie gesagt, wenn es dann ganz kalt wird, wird dann ein Vlies drüber geben. Da haben wir eine Zwiebel, haben wir da. Möhren haben wir jetzt noch gesehen, kann man alles noch sehen im Gewächshaus. Und die Restbestände, der Malerbeispinat und die Blätter schmecken wie Maiskolben. Das ist eine leckere Sache, kann man in Knödel verarbeiten. Und die letzten Reste, also die scharfen Peperoni, Chilis, die hier nachreifen können. Wenn sie aufplatzt, ist sie reif. Man kann sie dann mit so einer scharfen Sauce kann man es verwerten, grillen. Ideal. Hat feine Samen und schmeckt käseartig. Ist klasse. Frisee-Salat und ein paar Salat. Der ist ein bisschen bitter, oder was? Ja, wie der Endivesalat. Okay. Ja, das ist ziemlich gleich. Das ist es.